Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder im neuen Jahr. Es ist mein erster Vlog in diesem Jahr. Deswegen wünsche ich euch noch alles Gute, viel Gesundheit für dieses Jahr. Und ich war jetzt hier oben, habe endlich mal meine Haare geglättet. Ich habe gar nichts im Gesicht, nur ein bisschen Wimperntusche und Augenbrauen. Denn meine Haut wird gerade irgendwie besser von dem Jucken her, habe ich euch ja erzählt. Das sind die Hormone. Ich habe auch nochmal beim Frauenarzt angerufen und sie meinte, das kann durchaus möglich sein, dass es von den Hormonen ist. Es kommt auf jeden Fall sehr oft vor, dass die Haut juckt. Genau. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Ich habe den Staubsauger angesteckt, der war nämlich leer. Ich habe euch ja die letzten Tage so ein bisschen bei Instagram mitgenommen. Wir waren, wann war das? Am Montag waren wir einkaufen und davor kurz im Müllmax, denn ich hatte ja so ein cooles Regal für die Küche gesehen, habe das dem Roy gezeigt und wir haben es tatsächlich mitgenommen. Ich zeige es euch gleich. Ja, dann die Wäsche muss heute weg und es ist auch die letzte Wäsche, bevor der Trockner kommt. Und danach hoffe ich, dass ich nichts mehr hier aufhängen muss. Dann kommen die Ständer auch hier weg, dann ist hier mehr Platz, dann gehört das Zimmer nur noch Leonie und Elias. Und genau, der Trockner soll am Samstag kommen. Denn eigentlich sollte der Trockner morgen kommen, aber morgen sind wir nicht da. Roy arbeitet und wir sind beim Zahnarzt unterwegs mit Selina. Und morgen fahre ich auch noch zum DM. Ich muss einen Rieseneinkauf machen. Ich habe 10-fach Punkte auf der Payback-Karte. Ich brauche Milch für den Kleinen, Windeln für den Kleinen. Ich brauche diese Auflagen da. Ich brauche Tomatenmark, habt ihr mir den Tipp gegeben, dass der Tomatenmark beim DM noch billiger ist wie im Kaufland und Lidl, Aldi. Ja, so ein paar Sachen halt. Ich habe eine Riesenliste mit Tüten. Ganz viel. Genau, ich zeige euch erstmal, was sich geändert hat die Tage. Wir waren jetzt so ein bisschen am Wuseln hier. Das Gitter habt ihr ja schon gesehen. Das haben wir ja zusammengebaut. Und funktioniert richtig gut. Also die Kleine kann nicht runterfallen, ist richtig stabil hier dran. Ich habe ja so Haken hier besorgt beim Obi und es wird halt reingehängt. Ja, ist richtig stabil. Also die Kleine kann das nicht bewegen. So, dann, ich weiß, ihr seid schon gespannt, wie das aussieht, das Regal. Und was sich noch geändert hat, hat mir nämlich bei Instagram schon geschrieben, ob ich es zeigen kann. Moment, hier hat sich auch noch was geändert. Ich habe nicht bei Müllmax noch was mitgenommen. Machen wir das Licht an, dann seht ihr das besser. Hier kam gestern ein Paket an. Das sind die Leuchten für die Terrasse. Da war jetzt so 4 Leuchten für die Terrasse bestellt. An jeder Ecke soll dann so eine Leuchte stehen. Sie, werdet ihr dann sehen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Genau. Die Kisten werden auch bald abgeholt, Gott sei Dank. Die Treppenstufenteppiche habe ich mitgenommen. 3 Stück für hier. Ich finde, das sieht irgendwie kuscheliger aus. Für hier habe ich auch überlegt, mich jetzt zu holen. Aber es gab leider nur dunkle, weil für hier hätte ich dann hellere geholt. Naja, mal gucken. Gibt es ja oft bei Lidl oder Aldi im Angebot. So, jetzt überlege ich gerade, hat sich da was geändert? Ne, da hat sich nichts geändert. Aber in der Küche, genau. Hier hat sich auch nichts geändert. Hier steht meine Tasche und die Wickeltasche. Das ist voll praktisch, weil dann steht das nicht im Wohnzimmer rum oder im Weg. So, da ist die Selina. Die hat nämlich gerade getrunken. Und das habe ich euch ja schon gezeigt hier. Und jetzt, Moment. Tada! Ich habe das übrigens selber an die Wand gebohrt. Mit Dübel und alles Mögliche. Bohrmaschine. Ja, ich wollte gestern nicht warten, deswegen habe ich es selber gemacht. Lukas hat mir geholfen. Ja, also ich finde, das passt hier perfekt hin. Erstens habe ich mehr Platz, ein bisschen mehr Ablage. Das Körbchen fand ich so süß da dran. Und genau, der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank, der hinten stand. Und der hier stand, ist jetzt weg. Was auch praktisch ist, der Kühlschrank, der hier stand, war ja auch viel kleiner. Der ist größer und jetzt haben wir nur einen Kühlschrank. Platzsparend plus stromsparend. Also. Und ich finde den auch viel hübscher, da es auch viel jünger wie der andere gewesen ist. Ja, und wie gesagt, da ist mehr Platz. Wir haben jetzt halt so ein bisschen zu viel eingekauft, aber so sieht es hier drin aus. Und hier ist keine abgebrochene Schublade, sieht viel ordentlicher aus. Ja, und dann zeige ich euch mal hier, haben wir hier ganz viel Platz. Wir haben den gelben Sack habe ich jetzt hier stehen, anstatt da. Da steht jetzt nur der Mülleimer, sieht auch ordentlicher aus.
Und hier sieht es jetzt so aus. Da ist ja der Weihnachtsbaum, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, die Rappkisten kommen weg. Ich weiß auch nicht, ob wir wieder welche bestellen, weil das nimmt mir so viel Platz weg, diese Kisten. So können wir Getränke vielleicht hier irgendwo reinstapeln. So, hier haben wir jetzt die ganzen Weihnachtssachen und nee, nicht nur Weihnachtssachen, die ganze Deko steht jetzt hier. Weihnachts-, Herbst- und Halloween-Deko und Osterdeko, genau. Ja. Und hier haben wir jetzt unsere Lebensmittel. Da in der gelben Kiste habe ich meine ganzen Rezepte drin. Hier haben wir noch so Plastikzeug, weil da muss ich noch, glaube ich, sortieren. Hier sind Zwiebeln, Lebensmittel. Ja. Und da unten sind ganz viele Alkoholflaschen, Sekt und Wein, was wir eigentlich nicht trinken. Also ich glaube, ich muss das verschenken oder ausschütten, ich weiß es nicht. Ja. Genau, da hinten habe ich jetzt die ganzen Kartons gestapelt und die Kühlboxen, unsere ganzen Tüten, Staubsauger steht hier. Und hier hinter der Tür ist auch was Neues. Und zwar das Regal, was in der Küche war. Da habe ich jetzt meine ganzen Waschmittel. Finde ich richtig cool. Passt perfekt hin. Denn hier kommt dann der Trockner hin. Die Waschmaschine muss ein Stück rüber und dann kommt hier der Trockner hin. Genau. Ja, da freue ich mich schon. Und Samstag, Sonntag wird dann hier nur Wäsche gewaschen. Und hier habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Da muss ich halt noch ein bisschen ausmisten. Gucken, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und vielleicht ein bisschen umstellen. Genau. Ah, genau, das habe ich gesucht. Das brauche ich nämlich oben im Badezimmer. Denn ich möchte ja am Sonntag die Decke hier streichen, den Fleck. Und im Badezimmer die Balken. Da muss ich noch alles abkleben. Hier werde ich nichts abkleben, weil da ist ja alles weiß. Und im Badezimmer muss ich dann die Balken da abkleben. Genau. Ja, so sieht es hier jetzt aus. Viel ordentlicher. Ja, also ich finde das Regal richtig hübsch. Heute gibt es Tortellinis mit Käse. Gestern hatten wir Couscous-Salat, das ist auch noch übrig. Wir haben noch Schupfnudeln. Sauerkraut. Muss ich gucken, was wir hier alles haben, weil das ist hier alles so gequetscht ist und gestapelt ist, aber ist nicht so schlimm. Ja, die Chicken können wir noch dazu machen, oder? Wird auch passen. Ja. Machen wir so eine Sahnesoße. Da. Boah. Also dann ohne Bacon, weil wir haben ja die Chicken. Oder? Ja, genau. Okay. Wurscht. Ich muss beim Action. Vielleicht fahre ich heute Abend noch zum Action. Mal gucken. So ein Teil noch mal kaufen für die ganzen Flaschen hier und Marmelade und Senf und so, damit es da nicht so rumsteht, sondern dass man das immer so rausziehen kann. Finde ich viel praktischer. Das brauche ich. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich habe eine Riesenliste, was ich brauche. Gab es auch so Behälter. Habe ich bei Lisa in der Story gesehen, so für Werkzeug oder so, weil wir haben oben eine Kiste, wo das ganze Werkzeug reingeschmissen ist im Büro. Und ein paar Schubladen wären nicht schlecht, dann sieht das auch viel ordentlich aus. Basic Chicken. Genau. Wir müssen ja nicht alle nehmen. Zwei verschiedene vielleicht sind ja einmal scharf, glaube ich, auch dabei. Ja, bitte. Such du aus. Ich habe jetzt die Zahnputzbecher und die Spülmaschine gehabt, stelle ich wieder auf. Und ab mit dem Crepe jetzt hier die hässlichen blauen Balken. Wollte ich vorhin abkleben, habe aber nur einen Balken geschafft. Das ist ein Ball. Das ist keine Kartoffel. Und dann hat der Kleine unten geschrien, deswegen bin ich runtergerannt. Ich zeige euch mal. Das Badezimmer soll ja demnächst gemacht werden, da freue ich mich schon drauf. Ja, somit habe ich nur einen Balken geschafft abzukleben. Hier sind ja hier vier solche Balken. Die Badewanne kommt ja weg. Da hat ja Roy schon angefangen auszuschlagen. Ja, das muss alles gemacht werden. Das ist alles verstaubt. Ich putze es auch nicht mehr, weil das wird, wie gesagt, demnächst alles gemacht. Gott sei Dank. Dann kommt hier so eine schmale Badewanne hin, wo ich hier Platz habe, mich hier hinsetzen kann und
die Kleinen dann baden kann, weil dieses große Ding erstens teuer, wenn man das mit Wasser befüllt, viel zu viel Wasser, viel zu viel, es nimmt viel zu viel Platz weg und benutzen das so, so selten. Deswegen kommt ein kleines, kleine Badewanne hin für die zwei Kleinen. Genau. Ja. Und natürlich, wenn die anderen baden möchten, können sie auch baden. Ja, aber die meisten duschen ja. Alles schnell gehen. Und natürlich der blaue Boden kommt weg. Ich habe ja bis Sonntag Zeit, die Balken abzukleben, weil Sonntag möchte ich dann, wenn der Roll zu Hause ist, oder Freitag am Feiertag da streichen. Genau. Ja. Wo ist die Kacke? Gute Frage. Gleich hier? Oder unten? Kann auch unten sein, die Kacke. Muss man gucken. Muss man suchen. Was ist denn das hier eigentlich hier? Und ist hier Papier drin? Es sind ja noch einige Baustellen hier am Haus, im Haus und auf der Terrasse. Wie gesagt, auf der Terrasse geht es bald weiter und im Bad. Zum Beispiel, das Wand muss noch rein, ihre Türe da oben, damit sie da Ruhe hat. Weil so kriegt sie ja alles mit hier unten. Und Schlafzimmer muss nochmal gestrichen werden. Beziehungsweise dieses Output, ne? Heißt das. Genau. Und ja, so kleinere Sachen halt müssen noch gemacht werden. Also es ist noch viel zu tun. Mein Ziel ist es, habe ich auch bei Instagram vorhin gepostet, mein Ziel ist es, bis Ende Mai soll alles fertig sein. Mal gucken, ich hoffe. Langsam aber sicher wird's. Lukas ruft dich. Lukas spielt jetzt mit der Kleinen. Ich gehe schon mal runter, weil sie geht jetzt in die Stadt. Ich bin so froh, dass das Gitter jetzt hier dran ist. Dann kann ich auch beruhigt und gut was machen, weil sie hier oben ist. Ich bringe ganz schnell den Papiermüll raus hier. Ach, habe ich da eine Hand? Nee, ich verloren. Leonie kocht hier nämlich in ihrer Küche gerade Nudeln. Ja, Mama hat schon gegessen. Oh, hat schon wieder verloren. Warte, Mama hilft dir. Ich muss die Flaschen abkochen. Kleine Mann hat gerade eine Flasche bekommen. Jetzt habe ich keine Flaschen mehr. Ich koche aber schon mal das Wasser. So, die zwei Kisten habe ich jetzt weggemacht. Spielst du nicht mehr damit? Sonst ist hier wieder das ganze Kinderzimmer unten. Jetzt muss ich dann wieder hoch. Später mit hoch. Was hast du da reingepackt? Alles los. Zeug. Süßigkeiten und Nudeln. Wow, Nudeln. Fahr aus. Also sie isst auch die Süßigkeiten nicht, ne? Keine Angst. Sie packt sie nur von links nach rechts. Mag sie ja total gerne. Sortieren. Das ist ihr Hobby. Gell? Mag sortieren. Das ist ein ordentliches Mädchen. Ja, komisch. Hm. Ja, ich weiß, das riecht komisch. Stinkt. Stinkt, ja. Hallo. Der Elias lacht schon richtig, wenn man mit ihm redet. Scheiße! Scheiße! Ja, wir haben es schon verstanden, Schatz. Komm mal schon. Hallo! Guckst du, was deine Schwester macht, gell? Was macht die da? Was macht die da? Hey. Hab dich! Spiel Verstecken im Dunkeln. Los, jetzt musst du! Na? Mami! Okay. So, wir essen jetzt schon mal, ne? Tortellis von heute Mittag. Und das Fleisch noch dazu mit angebraten. Wir auch. Schon nach 17 Uhr. Papa kommt heute später. Ja, wir essen zusammen, ja? Wir auch. Alle. Ja, natürlich kriegst du auch. So, mittlerweile 18 Uhr. Wir haben jetzt Abend gegessen. Da war ich nämlich vor
15, 20 Minuten erst nach Hause gekommen. Mach mal hier zu, weil da ist das Fenster auf. Jetzt wird es hier kalt. So, da roll ich jetzt mit der Kleinen hoch. Ich werde jetzt hier ein bisschen aufräumen. Hier sieht es nämlich chaotisch aus. Der Kleine schläft schon seit über eine Stunde jetzt. Den Tisch muss ich noch aufräumen. Ja, zum DM-Action machen wir dann morgen nach dem Zahnarzt. Ich denke, es wird wieder regelmäßig Vlogs geben. Ich habe einfach diese paar Tage Ruhe gebraucht, weil ich mir immer so einen Druck mache selber und ich weiß, dass das total doof ist. Das muss ich machen, dies muss ich machen. Aber ja, irgendwie war mein Körper damit überfordert und deswegen ja, tat mir die Pause total gut. Und ja, ich mache jetzt demnächst einfach langsamer. Ich habe Zeit. Wenn die blöde Wand nicht weiß wird innerhalb von ein paar Tagen, dann ist es auch nicht schlimm. Deswegen ja, mache ich mir da keinen Druck. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Genau, morgen ist Shoppen angesagt. Ich freue mich. Tschüss.